jetzt sein. Das Ziel des heutigen Videos ist, dass Sie schneller in meinem Top 2 navigieren können, sowie die Suchfunktion, Assistenten, die Favoriten und unsere Tabellenfunktionen benutzen. Gute Navigation fährt damit Übersicht. Ich befinde mich hier in der Stammdaten und sehe hier meine Mandanten. Neben meinen Mandanten sehe ich aber auch die ganzen Mustermandanten, mit denen ich ja nicht aktiv arbeite. Ich kann die jetzt oben rechts im Menüband über das 3-Punkte-Menü mittels Mandanten schliessen, ausblenden. Mittels Bestätigen stelle ich sicher, dass jetzt nur noch die Mandanten eingeblendet sind, die ich brauche. Auf die gleiche Art kann ich selbstverständlich auch gewünschte Mandanten wieder einblenden. Das ist mir eine extreme Arbeitserleichterung, da ich mich jetzt nicht durch zig Mandanten muss durchsuchen, sondern meine Hauptmandanten immer vor mir habe. Stichwort Suchen. Die Suchfunktion finde ich jetzt jederzeit über dem Navigationsbaum, egal in welchem Navigationspunkt ich mich befinde. Ich kann die jeweilige Suche auch einschränken, sei das auf Personen, Mieter, Mandanten, Liegenschaften oder auf Funktionen. Gebe ich jetzt einen Mieternamen ein, so erscheint mir der Mieter als Person, als Mieterdebitor vom jeweiligen Mandant und ich sehe auch die entsprechenden Mietverhältnisse. Mittels einem Klick auf das Mietverhältnis an der Thalbeckstrasse 23 springt mir das System automatisch auf den Punkt, womit mir das langwierige Klicken vom Navigationsbaum erspart bleibt. Ebenso kann ich die Suche erneut öffnen und direkt auf den jeweiligen Mieter Angst Markus springen. Im Mieter selber finde ich dann wiederum eine Direktfunktion auf ihm seinen Kontoauszug, wenn ich schnell von einem einzelnen Mieter möchte den Kontoauszug überprüfen. Neben Mietpersonen kann ich dann wiederum auch nach Funktionen, wie zum Beispiel einen Kontoauszug suchen. Klicke ich hier auf die Kontoauszüge, springt mir immer Top 2 direkt in die Auswertungen, in den entsprechenden Navigationspunkt. Oder ein anderes bekanntes, häufig gebrauchte Funktion ist die Zollstellung, wo ich ebenfalls schnell und effizient über die Suche kann ansteuern. Da ich die Zollstellung ja regelmässig und wahrscheinlich ein bisschen häufiger brauche, gibt es aber noch einen effizienteren Weg, als die jedes Mal über die Suche einzugeben. Ich kann direkt im Navigationsbaum innen den entsprechenden Punkt rechts klicken und als Favorit hinzufügen. Ähnlich wie in einem Internetbrowser, zum Beispiel Mozilla Firefox oder Google Chrome, kann ich mir eine Favoritenliste anlegen, die auch entsprechend umbenennen, falls ich das möchte, und finde die dann jederzeit oben rechts unter dem Favoritenmenü, wo ich dann auf meine Sollstellung springen kann oder auf weitere Punkte, die ich hier rein abfüllen kann. Ich kann die Favoriten auch verwalten und entsprechend wieder anpassen, Unterkategorien mittels Ordner erstellen und so weiter. Eine weitere Funktion zum besser und schneller Navigieren sind Tabellenfunktionen. Gerade wenn ich eine alte Sollstellung suchen muss, kann das relativ aufwendig sein. Also kann ich hier mal nach dem Datum sortieren. Ich kann doch sagen, dass ich zuerst die jüngste Sollstellung sehe. Ich kann aber auch weitergehen und sage, ich möchte die ganze Tabelle umstrukturieren, zum Beispiel nach einem bestimmten Mandant. Ich klicke Rechtsklick in den Tabellenkopf und sage zum Beispiel nach dieser Spalte gruppieren. Somit habe ich eine Gruppierung nach Mandanten erschaffen, finde alle Sollstellungen vom Mandant 1 in dieser Kategorie
und all Ausstellungen, die beide oder mehrere Mandanten betreffen in deren. Ich kann wiederum auch die ganze Tabelle umstrukturieren, kann die Ausstellung hier vorne nehmen, kann die Nummer zum Beispiel rausrühren, weil die gar nicht wichtig für mich ist, kann die Bezeichnung hinterher tun und so weiter. Wenn ich eine Tabelle nach meinen Wünschen angepasst habe, ist natürlich wichtig, dass ich die im Anschluss auch mittels mit Rechtsklick speichere. Oder wenn mir das Ganze nicht gefällt, dass ich die Absicht wieder zurücksetzen kann, dass mit Ja bestätigen, dann komme ich wieder zum Ursprung zurück. Egal welche Änderungen Sie hier vornehmen, denken Sie daran, dass Sie die am Schluss speichern und sonst wird die wieder verworfen, wenn Sie Simotop neu startet. Ebenso können Sie in so einer Tabelle hineinsuchen, indem Sie ebenfalls Rechtsklick in den Tabellenkopf gehen und da auf Suchfeld einblenden. Mittels dem Suchfeld kann ich jetzt gezielt das Datum eingeben. Zum Beispiel suche ich jetzt hier eine Ausstellung vom 1.8.2018 und habe die so schnell und effizient herausgefiltert. Die Tabellenfunktionen können Sie überall anwenden, wo Sie eine Tabelle im Immo Top 2 haben und ebenso das Suchfenster einblenden. Eine weitere immer hilfreiche Funktion sind selbstverständlich unsere Assistenten, wo Sie unter dem Zahnrad-Knopf auf der rechten Seite im Menüband findet, sortiert nach Geschäftsprozess, Stammdaten, Import-Export und Buchhaltung. Auch in der Buchhaltung gibt es einen Assistent Buchung erfassen, mittels dem Sie Ihren Mandant auswählen. Es wählt automatisch die aktuelle Buchungsperiode und das letzte Journal, das Sie geschaffen haben. Ansonsten könnten Sie auch die weiteren selbst erstellten Journale hier herausfiltern oder Sie erstellen direkt ein neues Journal. Mittels Fertigstellen springt Ihnen Simotop 2 in die Buchhaltung vom jeweiligen Mandant direkt auf das Journal. Weitere Funktionen, die Sie schnell und effizient durch Simotop 2 führen, sind die im Menüband enthaltenen Direktlinks. Da sehen Sie dazu das entsprechende Video Direktlinks Simotop 2. Das sind einige Möglichkeiten, wie Sie schneller und besser durch Simotop 2 navigieren.